denn die Frage war gerade, Peter hat die Aktie, die er angeschaut hat, hat festgestellt dort, dass bei diesen Aktien die Sicherheitsränge alle relativ tief sind, und er fragt jetzt, ob das an den Aktien liegt oder am System. Und die Antwort ist einfach, wir haben ein Forced Ranking, das heißt, du hast 10% von allen Rängen sind im Bereich 90 bis 100, 10% sind im Bereich 80 bis 90. Das heißt, es ist nicht so, dass da systematisch schlechte Sicherheitsränge verteilt werden, sondern es ist so, dass die Aktien, die du angeschaut hast, Peter, die haben im Vergleich zu ihren Mitwettbewerbern, zu ähnlich gelagerten Aktien, haben die eine höhere Verschuldung, und deshalb ist der Sicherheitsrang tiefer. Also auf die Sicherheitsränge kann man sich verlassen, außer im Spezialfall, wenn man davon ausgehen muss, dass das Unternehmen anders aufgestellt ist als die Konkurrenz. Zum Beispiel im Automobilbereich haben wir die Situation, dass gewisse Automobilhersteller haben in ihrer Bilanz das ganze Leasinggeschäft konsolidiert, dass die also die Autos nicht verkaufen, sondern verleasen, und für das brauchen sie natürlich auch Kapital. Und deshalb ist die Verschuldung bei diesen Unternehmen eher in der Richtung einer Bank als in Richtung eines Automobilherstellers. Dort haben wir eine gewisse Verzerrung, zum Beispiel. Schön. Ja, also dort bin ich bei den Sicherheitsrängen ein bisschen vorsichtig. Und da gibt es auch die Möglichkeit, Unternehmen können ein Sale and Lease Back machen gegenüber anderen Unternehmen, die unter Umständen ihre Infrastruktur halten. Und da kann es auch sein, dass im Vergleich dann zur Größe des Unternehmens oder zum Cashflow relativ, wie wäre das dann dort in diesem Bereich, dass da relativ tiefe Verschuldung vorhanden ist. Aber man hat dann eigentlich Off-Balance-Sheet-Verpflichtungen, nämlich die Leasingraten zu bezahlen. Auch dort haben wir gewisse Verzerrungen. Das ist aber schwierig von außen aus der Bilanz herauszulesen, weil das ist eine Geschäftsentscheidung. Da muss man das Unternehmen anschauen und prüfen, ob so eine Situation vorhanden sein könnte. Wir hatten auch den Fall Volkswagen, Uwe hat das aufgebracht vor ein paar Sessions, und Volkswagen hatte eine viel größere Verschuldung, und wir haben dann spekuliert, das liegt an Garantien des Landes. Aber sonst kann man sich auf die Sicherheitsränge verlassen. Es ist natürlich wie immer bei den Obermatt-Rängen, sie zeigen einfach das Bild, das ist, oder? Und sie machen keine Empfehlung, ob das gut oder schlecht ist. Ja. Also wenn du eine Aktie hast, wo du ein großes Vertrauen hast, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn die eine höhere Verschuldung hat, weil das Unternehmen, an das glaubst du, dass das wächst, das braucht vielleicht Kapital und ist im Vergleich zu einem anderen Unternehmen, das eher konservativ unterwegs sein muss, in der Lage, mehr Schulden zu verkraften.